Ich stelle hier mein neues Buch vor, 2020 erschienen, Gedankensplitter, die ewige Gegenwart des Lebendigen. Dieses schöne Cover hat meine Tochter Sophia entworfen. Dieses Buch ist im Eigenverlag erschienen. Mein Eigenverlag heißt SRH, das sind die drei Konsonanten meines Namens. Ich werde daraus meine Gedankensplitter lesen mit dem Vorwort. Und gleich am Anfang habe ich ein Zitat von Emil Cioran geschrieben aus dem Buch der Täuschungen. Das heißt, der Unterschied zwischen mir und Gott, er kann, was ich empfinde. Diese 99 Essays behandeln Geist und Gedanken des Menschen in all seinen möglichen Facetten, auf wissenschaftlicher, philosophischer, ironischer, fantasievoller und gefühlsmäßiger Ebene. Wie einst Michel de Montaigne, 1533 bis 1592, Begründer der Essayistik, versuche ich die Stärken und Schwächen eines Menschen zur Sprache zu bringen. Als Versuchskaninchen zog ich mich selbst heran, im Zusammenhang mit all den Büchern, die ich las, und all den Menschen, die ich kennenlernte. Es geht darum, das falsche Leben des Menschen zu entlarven, seine Lügen, seine Wahrheiten, seine Unsicherheiten, seine Hoffnungen, Sorgen und Ängste, seine Wege aus der Verzweiflung durch den Glauben an einen undefinierten und doch präsenten Gott aufzuzeigen. Die Sprache als Ventil, als Möglichkeit der Erklärung von Gefühlszuständen und Gedankensprüngen. Über Sprachspiele, wie einst Ludwig Wittgenstein in seinen philosophischen Untersuchungen, über Spiele mit Worten, Buchstaben und Wortbedeutungen unternehme ich als Autorin dieser 99 Essays den Versuch, den Menschen von seinem Korsett aus Konventionen, Klischees und Plattitüden zu befreien. Alle Texte wurden in einem Gefühl der Zeit und Raumausdehnung oder Verengung geschrieben. Deshalb enthalten einige Texte Überlegungen fast physikalischer Natur über das, was wir heute unter Zeit und Raum verstehen. Wie können Zeit und Raum, Raum und Zeit, noch betrachtet werden? Der Untertitel »Die ewige Gegenwart des Lebendigen« weist auf die Einbettung der Texte in diesem Raum-Zeit-Kontinuum hin, wodurch sich für mich die Frage stellt, was denkt, fühlt, tut der Mensch, wie verhält er sich und was sind seine Charaktereigenschaften? Wie funktioniert Beziehung? Wie kommt man von einem Dialog à la Hegel zu einer Synthese? Ordnung und Chaos, Widersprüche, Ruhe und Bewegung durchziehen alle Texte in unterschiedlicher Stärke. Symbole in Form von Zahlen, Gott und Teufel, Bibelzitaten und erfundener Buchstabenkombinationen werden immer wieder eingestreut, um zu zeigen, dass alles oder nichts in uns Menschen feststehend ist.
Es würde sich anbieten, diese Texte laut und langsam zu lesen, denn die Stimme, als etwas Lebendiges, bringt diese zeitlosen Texte in ihrem Verständnis besser zur Geltung. Wobei zeitlos genau genommen bedeutet, dass sie im Rahmen der letzten 12 Jahren entstanden sind. Ich glaube, dass es mir gelungen ist, einen Ausschnitt eines lebenden Menschen vorzustellen. Und das ist erst der Anfang. Sarah Krampe, März 2020. In der Folge werde ich jeweils eine von diesen 99 Texte auf meinem YouTube-Kanal vorstellen und lesen. Viel Spaß damit!